Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die FDP legt heute hier einen Gesetzentwurf vor, der das geltende Vergabegesetz in seinen sozialen und ökologischen Kriterien noch weiter entkernen soll. Und das, wo ja eigentlich das aktuelle Gesetz schon so wenig weitreichend ist, ohnehin nur unverbindliche Kannbestimmungen für soziale und ökologische Kriterien vorsieht und auch keine Kontrollen vorsieht. Und deswegen wurde dieses Gesetz ja oft als zahnloser Tiger bezeichnet. Und diesem armen, bedauernswerten, diesem zahnlosen Tiger, dem wollen Sie jetzt auch noch die letzte halbe Kralle ziehen, liebe FDP. Dieses Gesetz ist jetzt schon schlecht, und Sie wollen es noch schlechter machen. Konkret wollen Sie die Kannbestimmungen streichen, die Freigrenzen erhöhen, unterhalb derer das Gesetz gar nicht greift. Und das halten wir für unverantwortlich. Weil die Corona-Krise trifft natürlich viele Unternehmer hart und auch deren Beschäftigten, klar. Aber das mindert ja andere Krisen nicht, die derweil parallel weiterlaufen. Etwa die Klimakrise oder auch der Anteil der Armut hierzulande. Im Gegenteil, die soziale Spaltung droht sich doch eher noch zu verschärfen durch die Corona-Krise, gerade auch, weil das Augenmerk von diesen Problemen gerichtet wird und weil die finanziellen Mittel auch teilweise umgeleitet werden. Genauso wie die vielen Milliarden, die jetzt zur Unterstützung in die Wirtschaft fließen, genutzt werden müssen, um den sozial-ökologischen Umbau der Gesellschaft voranzutreiben und den Kampf gegen den Klimawandel zu beschleunigen. Genauso muss auch das Geld, das die öffentliche Hand beim Einkauf nutzt, selbstverständlich für gute, soziale und ökologisch sinnvolle Waren und Dienstleistungen ausgegeben werden. Nicht trotz Corona, sondern jetzt erst recht, meine Damen und Herren. Nun wissen wir, Deregulierung, Steuersenkung und Abbau von Arbeitnehmerschutzrechten, das sind die Antworten der FDP auf eigentlich alle Probleme von Zahnweh bis Wohnungsbau. Und es hilft einfach nichts. Die Krise, ja, ich finde, die Krise jetzt zu nutzen, um Arbeitnehmerrechte und soziale Standards zu beschneiden und sich dann wieder hinzustellen und zu klatschen und zu sagen, toll, was die Beschäftigten in ihrem Land, in diesem Land leisten, das finde ich nicht in Ordnung. Und das Ganze dann auch noch mit dem Schutz von Arbeitsplätzen zu begründen. Die Beschäftigte brauchen doch jetzt Schutz und keine Deregulierung und Lockerung. Wir müssen doch die Schutzmaßnahmen verstärken. Und Herr Dr. Naas, ich meine, heute Morgen haben Sie sich hier hingestellt, als es um die Solo-Selbstständigen ging, und haben zu Recht nach dem Staat gerufen. Völlig zu Recht. Der Staat muss jetzt hier eingreifen und muss helfen. Und jetzt erzählen Sie, es müssten staatliche Schutzstandards wieder zurückgebaut werden und begründen das auch noch mit den Beschäftigten und mit dem Erhalt von Arbeitsplätzen. Dabei zeigt doch diese Krise gerade, dass der Markt es eben nicht regelt. Und deshalb das Gegenteil von dem, was die FDP fordert, ist notwendig, nämlich die Überarbeitung des Vergabegesetzes dahingegen, dass der Staat einkauft, was sozial und ökologisch sinnvoll ist, bei Firmen, die ihre Beschäftigten gut bezahlen und die seriös kalkulieren. Eigentlich sollte das die Regel sein, aber viel zu oft kommt noch der Billigste zum Zug. Und da spart der Staat vielleicht ein paar Euro beim Einkauf, aber am Ende muss er die ökologischen Folgeschäden bezahlen und am Ende muss die Allgemeinheit die Löhne aufstocken, wenn sie nicht zum Leben reichen. Und deswegen finde ich, Herr Dr. Naas, an die FDP gerichtet, das ist ja nicht nur ein Schutz für die Beschäftigten. Es ist auch ein Schutz von Unternehmen, die tariftreu sind, die sich an soziale Standards und an ökologische Standards halten. Es ist ein Schutz dieser Unternehmen vor Dumpingkonkurrenz. Und Sie wissen doch, was zum Teil auf den Baustellen los ist. Und Sie wissen doch, wie dort versucht wird, eben Löhne zu drücken. Sie schützen doch damit gerade die Unternehmen, die die Ausbildung schaffen und die soziale Arbeitgeber sind, die schützen Sie davor, dass sie eben von anderen Unternehmen in Ausschreibungen, bei der Vergabe mit Dumpinglöhnen niederkonkurriert werden können. Und deswegen ist Ihr Ansatz grundfalsch. Das Problem beim schwarz-grünen Vergabegesetz ist die Freiwilligkeit, dass das alles freiwillig letztlich ist. Eine echte Tarifbindung gibt es nur im Bereich des ÖPNV. Und all das Wenige, was festgeschrieben wird, wird de facto nicht kontrolliert. Die ILO-Kernarbeitsnormen kommen gar nicht vor. Und ein ganz großer Konstruktionsfehler, es gibt keine Generalunternehmerhaftung. Haben wir hier schon mehrfach diskutiert. Das heißt also, ein Unternehmer bewirbt sich um einen Auftrag, und dann vergibt er den Auftrag weiter an Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Unternehmen, und die sind dann zu gar nichts mehr verpflichtet. Es ist ein Scheunentor offen, um die wenigen Standards überhaupt noch zu unterlaufen. Und deswegen, ein gutes Gesetz müsste Leitplanken setzen, um die Beschäftigten zu schützen, die im öffentlichen Auftrag arbeiten. Und das würde auch die
Bedingungen insgesamt am Arbeitsmarkt verbessern. Von daher, es wird höchste Zeit, soziale Standards bei der Vergabe endlich verpflichtend festzuschreiben. Es gibt keine guten Argumente für diese wirtschaftspolitischen Ansätze der FDP, und Corona und die Corona-Krise ist schon gar kein Argument dafür. Vielen Dank.